ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen wieder mit der Nordpol Chaos Squad und ich habe einen neuen Wettbewerb erstellt einfach mal. Weil wir hatten das Game hier ja angefangen, bevor die Extrarassen rausgekommen waren. Und jetzt sind wir ja schon in der zweiten Saison drin gewesen. Und wir haben immer noch keine Echsenmenschen und Waldelfen getroffen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere einfach mal eine neue Saison anzufangen. Mit dem alten Team natürlich. Und siehe da. Es gibt inzwischen... Wo ist denn... Okay, unsere Einstellungen sind alle weg. Das ist natürlich dann nicht so geil. Dann müssen wir das jetzt wieder von vorne hier alles einstellen. Ja, also inzwischen sind dann halt auch Waldelfen und Echsenmenschen dabei. Und ist ja ganz cool eigentlich. So, Bero Itte in die Mitte. Riminus nach außen. So, den haben wir hier. Plastiklöffel. Und Mischka. So, hatten wir dies immer so rum oder hatten wir dies andersrum? Ich meine, wir hatten es so rum. Wenn wir jetzt draußen stehen, haben wir jetzt den Manu und den Freak. Der Koali ist ja leider verletzt. Aufstellung speichern als defensive Aufstellung 1. Sieht gut aus. Und dann bestätigen wir das Ganze. So. Ja, und ein zweiter Effekt ist, dass die Gegner hier ein bisschen stärker sind. Also wir sind jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich in der schlechteren Position, was das Team angeht. So, wir gucken uns das mal ganz kurz hier an. Okay, wird es wahrscheinlich mal hin und her springen hier. Aber hier haben wir welche mit Guard, ganz viele mit Guard. Geschicklichkeit 4 Menschen. Okay, die können jetzt hier alle gar nicht. Das wundert mich ein bisschen. Auch hier haben wir einen 76er. Mit, okay, Guard, Tackle, Block. Alle mit Guard hier unterwegs. Das ist ziemlich fies. Weil, naja, ist halt nervig. Ein 10er Rüstungswurfblitzer. Der wird schwer zum... down zu kriegen, aber dafür haben wir unseren Cartman mit Klaue. Da hilft ihm auch der 10er Rüstungswurf nichts. Also momentan ist es noch nicht so beeindruckend hier. Ich werde mal gucken, wie sich das jetzt hier so darstellt. Ich habe zwei Bloodweiser Babes gekauft vor dem Spiel. Falls wir K.O.s erleiden, werden die um zwei besser wieder aufgestellt, nachdem sie denn dann in der K.O.-Box waren. So, Cartman,
Kannst dich mir leicht mal... Wo ist denn der Agility der 10er? Da ist der. Musst du da überhaupt hinkabeln? Ja, du kommst da hin. Komm mal her. Mach mal... Mach den direkt mal weg. So, hier. Klaue und dann bam, raus in die Casualty-Box mit ihm. Ah, schade. Leider nicht. Aber mir fällt gerade auf. Wir machen wieder nur die Touchdowns an. Und der Lautstärke des Kommentars ist auch ein bisschen niedrig, aber gut. Das habt ihr dann ja eben gerade gemerkt, nicht wahr? So, hier gibt die nächste Down hoffentlich. Leider nicht. Oh, der hat gewandt. Alles klar, folgen. So. Lass Backfisch in Ruhe. So, der Frank haut auch mal richtig zu. Zack. So, der Fänger hat auch jede Menge Skills hier. Leider habe ich keinen mehr, mit dem ich ihn jetzt hier hauen könnte. So, hier mal schieben. Der hat abwehren. Okay. Da war ein Einser, da war ein Einser, da war ein Minus sogar. Ja, das machen diese ganzen Guard-Leute. Das ist irgendwie nervig. So. Dann gehen wir doch mal nach vorne. Und auch hier gehen wir in Prügelreichweite. So, jetzt müssen nur noch der gute Blood-Scorpion mitspielen hier. Oh, er macht mit. Sehr gut. Alles klar, hier in der Mitte ist ein bisschen, weiß nicht, gefällt mir nicht so. Da haben wir einen Einser. Ich glaube, ich hau mal auf den. Ja, natürlich sofort der Einserwurf. Wir bleiben mal stehen. So, jetzt haben wir noch Backfisch. Backfisch können wir nach hier ziehen. Wenn wir hier ein bisschen zumachen. Und dann beenden wir unseren Zug. Gegen die Raging Brawlers. 10 Wiederholungswürfe haben die. Bisschen sinnlos, weil man kann ja höchstens 8 benutzen. Es sei denn, man hat so oft Touchdowns mit der extra Option, dass man einen extra Zug kriegt. Aber naja. In letzter Zeit kommen wir mit unseren Wiederholungswürfen ja auch ziemlich gut hin. Also 6, 7, 8. Wenn man dann ganz sicher gehen will, braucht man ab 5 ist man schon relativ sicher. Okay, da ist der Cartman, der Bero dann leider jetzt doch down. Mit seinem Rüstungswurf 7. Mischka wird nur geschubst. Hier der Plastiklöffel wird auch geschubst und ist K.O. Dann können wir nachher gleich mal unsere Bloodwiser Babes bemühen. Haben wir sie also nicht umsonst gekauft. Haha. So. Sehr schön. Hier ist der Rüstungswurf 10 Typ immer noch vor dem Cartman. Das heißt, der Cartman kann mal draufhauen. Ach, und er schiebt ihn nur. Es ist langweilig. Langweilig. So hat der Block. Ja, er hat leider Block. Ja. Okay. Wo machen wir weiter? Wir machen hier weiter. Und zack. Yes, und da ist der erste Casualty wieder von Samu. Okay, leider hat es nur jemanden getroffen, der überhaupt nichts kann bei den Menschen, aber gut. Wir nehmen alles mit, wir nehmen alles mit hier. So, der Lockblock. Aufstehen. So, hier Blood Scorpion. Schieb den mal ein bisschen vor dir her. Ach, der Scheiße, der hat Abwehr.
Armer Blood Scorpion darf ihm nicht hinterhersetzen. Leider, leider. So, hier einmal ein Blitz. Na gut, die haben alle Blocken halt. Das ist nicht so angenehm. Mischa? So, ein bisschen unterstützen hier. Sieht nicht so geil aus für mich, finde ich. Also es werden schon wesentlich bessere Ausgangssituationen. Der Ball ist sicher in Menschenhand. Wir haben auch keinerlei Druck auf den Ball jetzt gerade. Aber wenn der so weitermacht hier und sich hier nur in seinem eigenen Feldern hier nur ein Feld bewegt, wird er auch niemals einen Touchdown schaffen. Was soll das da? Total sinnlos. Okay. Jetzt will er mich ins Gedränge schieben. Schafft er auch. Mischka ist aus dem Spiel. Okay. Wir starten mal hier. Und hauen den mal hier um. Oh, der hat gewandt. Folgen. K.O. Sehr schön. Innocence, der Frank und der Samur stemmen sich hier gegen die gut geskillten Menschen. So. Eloridas, komm, du kannst es auch. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Räche den Mischka. Ah, er kann es nicht, er kann es nicht. Er kann es einfach nicht. So, hier den Lesrak mal unten ziehen. Und den Samur mal hier hin. Und dann gehen wir mal mit dem Cartman wieder hier auf Jagd nach dem Rüstungsschutz 10 Typen. Bleiben. Ja, und er ist verletzt. Wer wohl? Dafür hatten wir ihn mit den... Aber gut, wir wären auch so durch die Rüstung durchgekommen mit einer Doppel-6. Dann hätte es den Cartman gar nicht gebraucht. Aber gut, wir nehmen, was wir kriegen können. Nämlich auch den Blitz mit dem Bero hier gegen den Fänger. Den Bero. Jawoll! Zwar abwehren, aber das dürfen wir gerade nicht. Und ein Go-For-It nehmen wir auch. Nein, Bero, was machst du? Du sollst doch Druck auf den Ball machen. So, Backfisch ein bisschen zumachen hier. Ja, der Blood Scorpion, der steht da. Können wir noch hier stellen, dann kann er wenigstens zwei Leute in seiner Tentakelreichweite haben. Jo. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Druck gegen den Ballträger. Da kratzt der Bero aber dann auch direkt schon ab. Stärke 4 Werfer. Werfer mit Stärke 4, ich weiß nicht, ist so ähnlich wie unser Chaoskrieger damals mit Geschicklichkeit 4. Okay, er läuft auf die andere Flanke rüber. Nö, so nicht. Aber er hat Agility 4, kann das sein? Ja, hat es trotzdem nicht geschafft. Kann ja mal passieren, nicht wahr? So, das erste, was wir machen, wir schlagen den Blitzer hier auch nochmal. Haben noch die Möglichkeit, ihn hier mit dem Lesrak nochmal zu hauen.
Zack. Wir bleiben hier mal stehen. Ja, und er ist auch verletzt. Sehr schön. Casualties. So. Der darf auch mal gehauen werden hier, finde ich. Der abwehren. Hat der auch abwehren? Ne, der hat kein Abwehren, deswegen hauen wir mit dem Blattskorpion mal den hier. Keine Casualty leider. So, Cartman. Mit einem Go for it neben den Ballträger. Der hat Abwehren. Leider. So, hier noch einmal hauen. Leider Block. So, und der Beru haut den hier. Der ist immer in Stärke 4. Und der geht zu Boden. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Ein Spieler am Ballträger. Da muss er jetzt erstmal was gegen tun. Macht er auch. Schieben gegen den Cartman, aber so bleibt er neben dem Ballträger. Aber eine Möglichkeit hat er noch. Und jetzt geht er down, der Cartman. So, der Ballträger geht jetzt mal durch. Aber hier sind schon zwei Chaoskrieger, drei Chaoskrieger, um ihn anzufangen. Einer davon wird ihn wohl erwischen, ne? Laufen wir erstmal daneben, um sicher zu gehen. Da kann er nur mit Go for it hin. Deswegen nehmen wir mal hier. So. Ah, nee, das lassen wir erstmal. Wir hauen den mit dem Kuriminus. Oh, da war ein Typ noch. Schade. Nicht aufgepasst mal wieder. So, der hat Blocken, das heißt, wir müssen ihn schieben. Ist aber auch okay. Immerhin verliert er den Ball. Und der Kuriminus darf ihn jetzt aufheben. Und wie wir Kuriminus kennen, hat er damit Probleme. Aber jetzt hat er es geschafft. So, einmal aufstehen. Und hier haben wir auch was für den Blattskorpion zu erledigen. Und da ist die Casualty. Sehr gut gemacht, Blattskorpion. So, der Beru haut wieder den Stärke 4 Typen hier. Ah, wir haben leider unseren Wiederholungswurf schon verbraten. Und Beru ist K.O. Ja, dafür haben wir unsere Blood bei The Babes. Nach der Halbzeit. Oder nach dem Touchdown. Nachdem was zuerst kommt. Zumindest haben wir jetzt auch mal den Ball. Der wird jetzt zwar geblitzt, aber das dürfte ein ziemlich ziemlich schlechter Blitz sein. Ja, schieben. Das ist okay. Ja, schieb mich nur weiter in deine Richtung deiner Endzone, das finde ich gut. Cartman kriegt's aufs Maul hier. Ne? Und Backfisch hat Ausweichen. Haha. So, noch drei Züge, bis wir einen Touchdown machen können. So, und jetzt müssen wir erstmal den Ballträger ein bisschen befreien. Der Elori, das fängt damit mal an. Bleiben. Jo, K.O., perfekt.
So, Samur, einmal hauen bitte. Ein Mission noch da, alles klar. Rücken. Gelähmt. So, dann ziehen wir den Frank mal nach hier hoch. Der hat auch Blocken. Wir wiederholen uns mal. Okay, es wird trotzdem nur ein Schieben. Go for it nehme ich jetzt mal nicht. Stattdessen gehe ich mal nach vorne mit dem Kuriminus. Lesrak nach vorne. Blattskorpion. Mal hier hin. Ah, macht er sogar. Perfekt. So, Backfisch. Minusblock, Minusblock. Schlecht, schlecht, Backfisch. Da wirst du nicht viel ausrichten können. Deswegen lassen wir sie mal da stehen. Ohne, dass da was passiert. Und da wird sie geschlagen. Jawohl. Allerdings mit einem Blitz. Warum auch immer. Okay, vorletzter Zug. Wir gehen hier mal ganz nach außen. Möglichst weit weg von allen Menschen. So. Aufstehen. Der Werfer hier kriegt jetzt mal den Blattskorpion ab. Schieben. Sehr schön. Gelähmt. So, Cartman, kümmere dich um den hier. Ja. Und verletzt. Sehr schön. Gut gemacht, Cartman. Das gibt Starspielerpunkte, ich sag's euch. Es regnet Starspielerpunkte. So, hier können wir noch einen hinziehen. Und um ganz sicher zu gehen, dass er hier noch ganz schlecht durchkommt. Er wird ihn nicht mehr erreichen, ne? Er kommt da nie im Leben hin. Zug beenden. Backfisch kriegt nochmal einen drüber. Aber, okay, Backfisch hat keinen Blocken leider. Das heißt, einmal wegschieben. So, und wir sind dran und wir gehen kein Risiko mehr ein. Wir machen direkt den Touchdown mit Kuriminus. Ja, es war hart erkämpft. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit könnte es ein bisschen besser aussehen, weil es waren doch schon relativ viele Casualties gegen den Gegner. Zeit! Da hat er auch noch vier Leute auf der Ersatzbank stehen da. So, unsere Bloodweiser Babes haben nichts gebracht. Ganz toll. Wofür kaufe ich die? Ne? Plus 2, das heißt auf 2 plus stehen die auf. Und hier 2 4 plus Dinger geschafft. Ey. Mann. Nicht so cool. So, wen haben wir hier vorne stehen? Lauter Guard, ne? Und den Stärke 4. Den Stärke 4 möchte ich eigentlich mit dem Blattskorpion gerne irgendwie hier so wegräumeln. Das finde ich so schlecht. Der Manu geht mal auf die Flanke. Genauso der Kuriminus. Der Preak. Ich lasse Backfisch mal alleine hier hinten. Oder haben wir irgendwo noch den Mischka? Da ist der Mischka, das heißt, der könnte doch noch hier auch mit hinten. So.
Einstellung bestätigen. Sehr schön. Der Ball liegt sehr gut. Alles klar, wir starten mit Prügeleien mit dem Lesrak Dark. Er ist gewandt und möchte natürlich nicht noch mehr gehauen werden. Blood Scorpion gegen diesen starken Werfer hier. Schieben! Genau, dieses Mal. Und K.O. Richtig, der Stärke 4 muss fallen. So, der Frank. Frank hat einen Dreierblock abwehren. Okay, läuft. Der Lordas. Der hat Ausweichen, aber Lordas hat Tackle. Damit rechnet der Elende da hinten wohl nicht. So, Kuriminus nach vorne. Ein bisschen Druck machen hier auf die ganzen Leute, die hier sind. Preak nach vorne. Der Samur wird sich auch mal ein bisschen hier hin bewegen. Der kann sich ja leider nicht mehr so weit bewegen, wie er gerne würde. So. Und auch der Cartman geht hier auf die Flanke rüber. Mischka wird gleich der Empfänger des Passes von Backfisch. So, und Pass. Perfekt. Und mal wieder ein Starspielerpunkt für Backfisch. Und Zug beenden. Das mag ich so an meinem Team. Ich kann prügeln und Pässe werfen. Da hinten die K.O.-Box sieht schon wieder gut aus vom Gegner. Aber ich finde, da können noch mehr rein, ne? Zweite Halbzeit muss es noch mehr rote Kreuzchen auf der Menschenseite geben hier. Lesrak wird umstellt und trotzdem können sie ihm nichts. Hier vorne wird es wahrscheinlich gleich gegen den Preak gehen. Ah, Preak geht zu Boden. Ein Verzweiflungsblock. Manu. Klappt aber auch. Und Manu ist sogar gelähmt. Nee, nicht so schön. So. Wir versuchen mal eine Risky-Manöver mit Blood Scorpion. Ah, klappt. Bisher zumindest. So, hier. Zack. Und raus mit dir. K.O. Irgendeiner hat mir immer gesagt, ich soll nicht mehr doppelklicken. Ja. Ich versuch's mal. Es ist so drin jetzt irgendwie. Ja. Aufstehen. Ich versuche mal hier den Blood Scorpion ein bisschen zu schützen. Weil es ist hier am Seite ein bisschen meh. Ne? Stärke 3, Stärke 3, Stärke 2. Das gibt ein Einser hier. Ne? Sehr schön. Gewandt. Ich folge ihm. Und der ist auch noch schön gelähmt.
Wir haben leider einen Agility 4 Typen, der hier rein könnte. Aber wir werden mal sehen, ob das der Mischka nicht ab kann. Und macht er eh nicht, okay. Der Blitz gegen den Leswak, warum auch immer. Ja, die KI, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Leswak ist gelähmt! Schlimm das. Ja, unterstützen ist auch irgendwie so das nächste, was ich glaube ich mal, wenn ich glaube, wenn der Bero mal einen Aufstieg schafft, dann glaube, dann gebe ich dem unterstützen. Weil der Bero ist so ein Unterstützer, so ganz tief in seinem Herzen. das sieht hier noch ganz schwer nach. Wir wollen den Pre-Kauen aus. Nicht so schön. So. Ich denke, wir übergeben mal den Ball an den Cartman. Und dann wird der mal nach vorne gehen, weil ich glaube, der Cartman kann mal wieder einen Touchdown gebrauchen. So. Blood Scorpion. Hau mal hier rein. Und hau am besten einen raus. Da steht er auch gut. Wieder zwei in Tentakelreichweite. Jetzt hat er drei in Tentakelreichweite. Und der Preak kann sich aber ein bisschen wehren hier. Und zu Ben. Diese Halbzeit noch ein Casualty. Wer weiß, ob wir das schaffen. Jetzt versucht er zumindest ein bisschen was, um hier gegen den Ball zu arbeiten. Ja, leider hat unser Blood Scorpion ja keinen Block. Hier. Komm, Preak. Casualty vom Preak wird immer gut. Frank. Auch nur schieben. Da, alles klar. Und dann kommt unser Touchdown durch Cartman. Cartman Touchdown. Here's the touchdown, which could protect them from a comeback. This might be it. So, unsere Leute sind wieder da. Sehr gut. Ich glaube, ich tausche mal den Manu rein für Backfisch. Wir brauchen ein bisschen mehr Prügler, glaube ich.
So, 2 zu 0. 4 Züge noch für den... Nee, 5 Züge noch für den Gegner. Das ist noch möglich, dann unentschieden rauszuholen. Also gewinnen wird er, glaube ich, nicht mehr. Aber so wie der Computer spielt, ist der Sieg, glaube ich, schon unser. Blitz gegen den Beru. Was auch immer der den getan hat. Nein, gelähmt. Armer Beru. So. Aufstehen. So, wen wollen wir denn weg haben? Wer ist denn hier irgendwie fies? Der ist fies. Da sind alle fies irgendwie. Hat da irgendeine wiedergekriegt, von dem ich eigentlich da der Stärke 4 Hansel. Ist wieder da, aber an den komme ich leider nicht dran. Das heißt, ich werde mal gegen den blitzen. Schweres Gerät haben wir mal ausprobiert hier. Plastiklöffel nach vorne. Mischkammer halten wir mal ein bisschen hier in der Hinterhand, um irgendwas zu machen. Cartman nach vorne zum Prügeln. Frank ein bisschen dran zum Prügeln. Kuriminus braucht nur noch einen Casualty, dann ist er auch mit einem Aufstieg gesegnet. So, einfach alles ein bisschen in Prügelreichweite ziehen und dann den Zug beenden. Hier haben wir noch einen Lesrak Dark Prügelmöglichkeit. Allerdings nur mit einem Einser. Schauen wir mal. Ja, war schon mal besser. Der Ballträger geht nach vorne. Für den Computermaßstab relativ aggressiv sogar nach vorne. Läuft hier schön in mein U hier rein. Aber gut, er kann auch noch prügeln. Aber ob das so eine gute Wahl war, ich weiß ja nicht. Tja. Sehr gut gemacht. Wer warst du? Der Manu war's. Perfekt. Super. Okay, hier. Bloodscorpion. Ach, der Abwehren. Ich hasse irgendwie. Abwehren ist irgendwie eine richtig nervige Fähigkeit. Nicht, dass ich die irgendwie einem von meinen Spielern auch geben würde, aber... einem Elfenteam vielleicht, aber... weiß nicht. Ja. Es gibt hier noch Möglichkeiten und schon wieder abwehren. Aufstehen. Komm, Cartman. Knochenbrecher, Klaue. Okay, folgen. Raus mit dir! Sehr gut, Cartman. Die zwei Starspielerpunkte hast du dir verdient. Dann Kuriminus, du brauchst auch noch zwei.
dann haben wir hier den Blitz mit dem Samu. Und weg mit dem Ball. Schön den Ball zu uns. Komm Manu, nimm mal den Ball auf. Sehr gut. Mal hier raus. Wir haben noch einen Wiederholungswurf. Ich mach mal den risky kurzen Pass hier. Na? Ah, schafft er sogar, der Manu. Braver Manu. So. Und dann stellen wir uns neben den Blattskorpion. Und versuchen hier den noch umzuhauen. Aber klappt nicht. Gut, zu beenden. Wer ist das hier, der jetzt gerade hat eigentlich? Das ist der Mischka. Okay, wir könnten versuchen hier gleich mit Koriminus oder so durchzubrechen, mit dem einen Touchdown zu machen, aber es wird schwer. Na? Haha. Nicht gegen den Samu. Mit Wiederholungswurf natürlich halt schon, aber naja. So, hier sind sie alle wieder, aber... Okay. Abwehren. Und... Immer noch keine Casualty. So, Beru, was machen wir mit dir? Erstmal hauen wir... Ob das der Stärke 4... Oh, gut. Dass ich da jetzt gut gewürfelt habe. Folgen. Ja, und der ist K.O. Der Otto. Weg mit dem Otto. Hey, du Otto. So, Koriminus. Versuchen den Koriminus mal frei zu spielen hier. Ja, ja, abwehren, bla bla. So, Koriminus einmal nach vorne. Cartman dahin. Beru dahin. Manu macht den zu. So, du läufst jetzt mal hier hin. Und dann kommt der Pass auf den Koriminus. Sehr schön. Starspielerpunkt für Mischka. Und wir beenden unseren Zug. Und dann hoffen wir mal, dass der Koriminus es in die Endzone schafft für seinen Aufstieg. Heika! Schieben ist gegen den Samu nicht gut genug. Ein Negativblock gegen den Platz, nee, gegen Plastiklöffel. Auch gut. Ich dachte schon, da wollte jemand auf dem Blattskorpion einprügeln. Es ermöglicht mir aber jetzt eine lustige Gelegenheit. Er ist gewandt, okay, dann halt doch nicht. Alles klar, doch nur schieben. Okay. Hier, Koriminus, lauf mal heraus aus dem Haus. Und der Cartman knüpft sich den hier vor. Der
Mischka. Muss gleich den da hauen. Ja, komm. Gelähmt. Folgen. So, der ist gelähmt. Perfekt. Deadlider Block. Und Plastiklöffel. Plastiklöffel schafft den Schlag. So. Blitzt haben wir schon. Die sind alle gelähmt hier vorne. Sieht gut aus. Dass wir noch ein 3-0 schaffen. Obwohl, nee, stopp. Ah, das war der letzte Zug. Ich hab's nicht. Ich hab's voll vercheckt, Leute. Aber gut, 2-0 gewinnen ist auch gut. Ja, tut mir leid, Kuriminus. Ich hab gedacht, wir hätten danach noch einen Zug. Da hätte ich natürlich die 2 Go-For-Its noch versucht hier mit dem Kuriminus. Wir hatten auch noch Wiederholungswürfe. So, 2-0. Sehr schön. Let's Rock Dark ist bei uns der Spieler des Spiels. So. Schließen das Ganze mal. Und schauen mal in unser Team nochmal rein. Ne, keine Aufstiege. Kuriminus kurz vor dem Aufstieg. Blattskorpion ist auch jetzt so bei seiner Casualty-Macherei. Genauso wie der Lesrak. Und der Samur, auf die drei müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen demnächst. Der Bero verlangt immer noch nach einem Spieler des Spiels. Dann ist er nämlich auch aufgestiegen. Ansonsten sind wir hier relativ weit weg. Der Cartman auch noch. Ansonsten wird es noch ein bisschen dauern, bis wir wieder einen haben, der hier aufsteigt. Aber gut. Das nächste Mal geht es gegen Hochelfen, gegen die Burning Clarions. Und ich kann euch jetzt nochmal kurz die Liga zeigen. Hier sind Waldelfen drin und Echsenmenschen. Das heißt, nur zweimal Echsenmenschen. Die werden wir vielleicht halt auch als Gegner dann sehen. Wir haben die jetzt besiegt. Das nächste geht es dann gegen die hier. Und ja. Wie sieht denn der Spielplan aus? Wie haben die denn alle gespielt so? Die Waldelfen haben 3-1 gewonnen. Okay. Einmal haben die Echsenmenschen hier auch gewonnen. Und die anderen Echsenmenschen haben verloren. Gut, alles klar. Zumindest, 2 von den 9 Teams dann in der Auswahl noch von uns verprügelt zu werden. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss.